und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Klimapodcast. Wir sind heute im Prime Tower in Zürich und bei uns ist der André Silberschmidt. Du bist Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, Vorstandsmitglied der FDP Schweiz und Mitglied vom Stadtparlament der Stadt Zürich. Herzlich willkommen und danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Einladung. Als ich in meinem Freundeskreis erzählt habe, dass wir das Gespräch führen, ist eine recht grosse Debatte losgegangen. Also du polarisierst fest. Kannst du dir irgendwie erklären, warum dass du so polarisierst, wenn es um das Thema Klima geht? Gut, einerseits hat ja der Freisinn in dieser Debatte der letzten 12 Monate nicht immer einen einfachen Stand gehabt. Ich als Person bin eher ein Ausgeglichener, aber als Jungfreisinn haben wir doch in den letzten Jahren auch sehr an Bedeutung gewonnen und sind eigentlich so ein bisschen zu einer Stärke gekommen, die ähnlich ist wie die USA. Und natürlich als Präsident von so einer Organisation bist du viel in den Medien und entsprechend gibt es dann halt auch viele Meinungen über einen. Also wir haben zum Beispiel ein Statement auf Twitter von dir gefunden, wo du sagst, 2030 oder 2050 netto null CO2-Ausstoß spielt eigentlich keine Rolle, die Richtung müssen stimmen und die Politik soll um Massen besorgt sein, die wirksam, liberal und nachher der Wirtschaft und dem Mensch sind. Jetzt gibt es zwei Stimmen, die halt sagen, dass das einfach nicht möglich ist und dass man einfach nicht kann, die Wirtschaft und den Mensch ins Zentrum stellen kann. Gleichzeitig hast du sehr viele Befürworterinnen auf Twitter, wenn du so ein Statement rauslässt. Wie stehst du heute dazu, wenn du das jetzt heute hörst? Ja, ich finde einfach wichtig ist, dass man ein bisschen zurückschaut in die Geschichte der Menschen und der Wirtschaft. Und das System, das wir heute drin leben, das hat sich doch über Jahrhunderte eigentlich so entwickelt und irgendwo auch in den letzten Jahrzehnten sicher bewährt. Jetzt würden wir mir natürlich entgegenhalten, ja, bewährt vielleicht für uns Menschen, aber für die Umwelt weniger. Und ich sehe schon auch die Herausforderung, die ein Überkonsum von unsere Ressourcen mit sich bringt, aber meistens hat der Überkonsum irgendeine Ursache. Und das ist nicht nur oder nicht zwingend, weil der Mensch einfach gierig ist, sondern weil wir vielleicht falsche Anreize haben im System. Aber dann wollte ich lieber die Anreize korrigieren als System ändern, weil in dieser Marktwirtschaft, die wir drin leben, das ist so eine robuste Institution, die sich über Jahrhunderte entwickelt hat. Und da bin ich einfach so ein bisschen aus philosophischen Überlegungen der Meinung, einfach das aufs Spiel setzen, kann uns mehr schaden, als wenn wir jetzt Anpassungen machen. Das würde ja eigentlich bedeuten, dass die Wirtschaft in dem Sinn sich komplett müsste lösen vom Ressourcenverbrauch. Also, dass wir eine wachsende Wirtschaft beibehalten können, die gleichzeitig kein Treibhausgas mehr verursacht, die keine Mehrnutzung von Boden würde bedeuten und einfach all die anderen Umweltressourcen nicht mehr dürfen, in dem Sinn weiter stärker genutzt werden. Wie hast du das Gefühl, kann die Weltwirtschaft dort hinkommen? Genau, ich finde es wichtig, dass du Umweltressourcen gesagt hast, weil wenn man von Ressourcen generell redet, muss ich sagen, ja gut, viele Ressourcen kann die Wirtschaft dann noch viel mehr brauchen, eben wenn die Ressourcen erneuerbar sind oder wenn sie nicht umweltschädigend sind, dann, ich finde, der Ressourcenverschleiß per se ist nicht kritisch, oder, sondern eigentlich der Verschleiß von Ressourcen, wo unseren Planet bedroht, das ist eigentlich kritisch, oder? Und da ist vor allem Technologie gefragt und ich denke, wenn ich als Unternehmen, und ich habe ja selber noch ein Start-up, mittlerweile 13 Angestellten, wir werden jetzt recht wachsen im nächsten Jahr und wir machen uns tagtäglich Gedanken. Und sobald wir einen Preis haben für CO2, hast du als Unternehmen auch einen unmittelbaren Anreiz zum CO2 einsparen. Aber solange du kannst auf Kosten von anderen leben, machst du das halt auch. Und das ist ein Fehler, den wir im System haben, wo aber ich nicht einen Fehler am Liberalismus gesehen, der jetzt immer in der Kritik ist, sondern das ist eigentlich ein politischer Fehler, wo man einfach bisher nicht gewollt war, dass man die Verursachergerechtigkeit herstellen. Und das ist etwas, was ich fordere. Das habe ich auch gesehen. Ich würde da gerne einhängen. Ich finde es mega interessant, dass du sagst, du redest von Verursachergerechtigkeit. Und eben die Eigenverantwortung, die du den Menschen zusprichst. Gleichzeitig ist es so, wenn ich jetzt auf den WWF-Fußabdruckrechner gehe, dann verbrauche ich, obwohl ich mir sehr viel Mühe gebe und mir dem Thema sehr bewusst sind, 2,18 Erde, wenn alle Menschen so würden leben wie ich, weil ich halt wie sehr viele Emissionen einfach nicht kann einsparen kann, weil ich in der Schweiz lebe. Vieles liegt am Schweizer Finanzplatz. Also ich kann sehr wohl etwas machen, oder? Wir können in der Politik Rahmenbedingungen setzen, dass zum Beispiel ein Finanzplatz durch mehr Transparenz auch wird seinen Beitrag müssen leisten. Aber das Problem sind nicht per se die Banken, weil als Bank musst du nur vermitteln zwischen dem, der Geld sucht und dem, der Geld will. Oder? Und eigentlich musst du dort ansetzen, wo das Geld rum ist, das ist der Investor. Und in der Schweiz haben wir ja das Glück, dass wir
Pensionskassen haben, die sehr viel Geld haben. Das heisst, als Schweizer Arbeitnehmende kannst du partizipieren an der Wirtschaftsleistung, wenn du einfach einen einfachen Verkaufsjob hast und jetzt nicht bei einer Bank arbeitest. Und die Pensionskassen stehen sehr stark in der Verantwortung, was sie mit ihrem Geld machen, wenn sie das in Öl investieren oder zum Beispiel nicht. Und da findet ein recht starkes Umdenken statt. Und ich denke, wenn wir zum Beispiel von jeder Pensionskasse transparent über den Footprint sehen und wir als Angestellte würden mal einen Brief schreiben am Stiftungsrat der Pensionskasse und sagen, du, was ist der Footprint und was unternehmt ihr, um den zu senken? Das kommt an und das bewirkt auch etwas. Und dann, ich finde, einfach so einen Wettlauf, wie man am besten kann, Verbot umgehen kann, finde ich weniger sinnvoll für das Klima, als können, ein Umdenken herbeiführen. Müsste nicht auch die ganze Wirtschaftsbranche die Frage von Risiken einfach auch sehr viel längerfristig anschauen? Also, wenn man Risiken auf 20 oder 30 Jahre hin versucht, sich zu überlegen, dann wären ja ganz viele Umweltaspekte, ganz viele soziale, weltweite Gerechtigkeit, wären ja diese Risiken wie viel stärker drin? Und da frage ich mich fest, wieso ist es im Moment nach wie vor lohnenswerter, zum Beispiel einen Drucker herzustellen, wo du irgendwie nach 2 Jahren weißt, die Plastikrädchen sind abgenutzt und das Zeug läuft nicht mehr und nach 3 Jahren gibt es keinen Tintenersatz und nach spätestens 4 Jahren gibt es ein neues Betriebssystem, wo der Drucker sowieso den Treiber nicht mehr unterstützt. Also was könnte man, was müsste man machen, damit die Risiken in den Investitionen eine Nachhaltigkeit und einen Zeithorizont bekämpft, wo halt wirklich sehr viel umfassender wäre? Das Zentrale von der liberalen Politik ist in dem Umweltschutz, dass wir jetzt endlich CO2 im Preis geben können. Und zwar nicht ein politischer Preis, wo man einfach sagen, das muss x Franken sein, sondern dass wir wirklich Grenzwerte festlegen, wie viel können wir in der Schweiz pro Jahr also ausstoßen an CO2. Und das kann man dann für Jahr reduzieren. Und dann kann man mit einem Zertifikatenhandel kann man sich die Emissionsrechte kaufen. Und man kann von mir aus einen Teil von diesen Rechten kann man noch auslösen oder allen verteilen, dass es eine soziale Gerechtigkeit hat. Dass es nicht einfach heisst, die Geld haben, können jetzt Emissionen verbrauchen und die keinen können es nicht. Es ist für mich klar, dass es dann ein System braucht. Aber wichtig ist, dass es der Markt den Preis festlegt. Weil Politik ist immer falsch. Entweder setzen wir zu tief oder zu hoch ansetzen, den Preis. Und darum braucht es einen Marktmechanismus. Aber das heisst eigentlich, dass wir seit den 90er Jahren, wo sie eigentlich der ganze Treibhauseffekt unbestritten ist, ein Marktversagen haben, weil die Sachen nicht berücksichtigt worden sind. Also die weltweite Weltwirtschaft lebt seit 20, 30 Jahren unterdessen in einem Marktversagen. Ja, ein Markt ist eigentlich nur ein Instrument, um einen Preis herauszufinden. Und der Markt ist eigentlich die Lösung, um das Umweltproblem zu lösen, weil man eben kann über den Markt einen Preis für das CO2 bekommen, der richtig ist. Und wenn wir jetzt würden sagen, wir machen einen Plan, wie wir den CO2-Preis feststellen können, dann wird jeder Wissenschaftler wird auf eine andere Antwort kommen und jeder Politiker auch nochmal. Und nachher hast du Lobbyisten, die sagen, ja, aber bei uns soll der CO2-Preis ein bisschen tiefer sein, weil wir sind ja wichtig fürs Land und so. Und darum ist es wichtig, es ist ein Staatsversagen, das wir haben in den letzten 30 Jahren, was den Umweltschutz angeht, oder das Politikversagen. Der Staat ist ja nur ausführend, aber die Politik hat es nicht geschafft, Gesetze zu machen, die CO2 im Preis gibt. Und erst dann kommt die Marktwirtschaft oder die Planwirtschaft. Dann kann man sagen, wir machen planwirtschaftlich eine Umsetzung von einem CO2-Gesetz oder marktwirtschaftlich. Und da bin ich der Meinung, der richtige, faire Preis von CO2 findest du nur über Angebot und Nachfrage raus. Was glaubst du, hat dazu geführt, dass Politik so versagt hat in den letzten 30 Jahren? Also was ist passiert, dass man das nicht erkennt? Ich denke, einerseits hast du in der Politik Anreize, um Probleme, die unmittelbar sind, schneller zu lösen, weil das von den Wählern erwartet wird. Und Probleme, die weiter hinten sind, willst du eher weniger lösen. Und beim Klima ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Weil man hat, viele und in allen Parteien haben gewusst, es kann so nicht weitergehen, oder? Und jetzt sicher auch dank den Demonstrationen ist ein unmittelbarer Effekt sicher mal aufs Wahlresultat gekommen. Und darum hat sich jede Partei das mal überlegt. Ich finde, wenn ich das so zulasse, dann ist es mega spannend und mega interessant. Gleichzeitig kommt bei mir wie die Frage auf, die Möglichkeit, dass wir den Wohlstand in der Schweiz behalten können. Oder wie du sagst, dass du dich dafür einsetzt, dass wir als Schweiz Weltmeister in Innovation und Wohlstand bleiben. Ist das möglich? Und gleichzeitig die Klimakrise als globales Problem zu betrachten. Geht das zusammen?
es ist sehr schwierig, die Frage zu beantworten. Weil für mich sind so viele Faktoren, die hineinspielen in einerseits die Bekämpfung des Klimawandels, aber auch im Erarbeiten von Wohlstand. Gerade wir Jungen tun ja Wohlstand jetzt nicht gerade im Bruttoinland pro Kopf messen, sondern vielleicht eher so ein bisschen im Wellbeing, also wie geht es uns, oder? Auch, es geht ja nicht nur um den materiellen Wohlstand, sondern irgendwo auch mentale Gesundheit, die immer wichtiger wird. Und darum glaube ich, wichtig ist, dass wir ein gutes Leben haben, ein erfülltes Leben, dass wir ein Leben haben, wo auch solche, die nicht viele Chancen haben, können Chancen überkommen und eine Chancenvielfalt haben. Aber was ich natürlich nicht will, ist, dass wir Massnahmen ergreifen, die enorm gegen den Wohlstand gehen, obwohl es nachweislich oder wahrscheinlich sehr wenig Effekte für das Klima haben. Weil dann reden wir von einer ideologietriebenen Politik und nicht mehr von einer klimatriebenen Politik. Es gibt Studien, die sagen, dass wir eigentlich nur etwa 8 Stunden auf unserem Lohnniveau etwa 8 Stunden in der Woche müssten arbeiten, um unseren materiellen Wohlstand zu erhalten. Und dass man eigentlich die restliche Zeit könnte in dem Sinn nicht bezahlte Arbeit leisten, wie Care-Arbeit, wie für Freundinnen da sein, wie das Erleben von der Natur und wie auch eine gewisse Form von stärkerer Selbstversorgung, also irgendwie ein Gärtchen oder so zu Hause haben. Und dass das dann eigentlich wieder ein Schritt wäre, um eben, du hast es angesprochen, das Wellbeing eigentlich weiter zu steigern, indem dass man den materiellen Wohlstand auf dem Niveau lässt und dafür mehr Zeit hat für das ganze Zwischenmenschliche. Wie stehst du zu dem? Es spricht nichts dagegen, dann so zu leben. Wenn es genug viele Leute gibt, die so leben wollen und wenn sogar Studien sagen, das ist möglich, dann also try it out. Wieso nicht? Wenn nicht jetzt, wenn dann? Also ich finde, schlussendlich soll es ein individueller Entscheid bleiben, wie lange ich arbeiten will und ob ich jetzt will jedes Jahr mehr Geld verdienen oder ob ich irgendwann sage, hey, ich bin zufrieden mit dem, was ich überkomme und ich muss jetzt nicht irgendwo durch mich materiell noch mehr zu befriedigen, weil es für mich dann keine Befriedigung mehr darstellt. Oder? Wie bringen wir es denn an, dass wir wie alle zusammen einstehen und können wie auf einer Ebene diskutieren, wo es auch darum geht, dass wir unsere Lebensgrundlagen nicht zerstören und uns selber nicht ausrotten und gleichzeitig die verschiedenen Meinungen können zulassen können, ohne dass es ein ideologischer Kampf wird? Also, wie bringen wir das an, dass wir nicht mehr auf der Ebene von links-rechts diskutieren, sondern lösungsorientiert mit allen zusammen? Also ich denke, wir sind nicht auf einem schlechten Weg, was das angeht. Wir haben ein CO2-Gesetz im Dezember im Nationalrat, das zwar das Pariser Abkommen erfüllt hat, aber ein paar nicht zu weit gegangen ist, ein paar nicht zu wenig weit. Und darum ist es dann gebodigt worden. Dann hat es die Demonstrationen gegeben, die ja nicht nur wegen dem CO2-Gesetz in der Schweiz sind, sondern die ja ein globales Phänomen aufgerufen haben. Also es hat sicher beides gut zusammengespielt, dass man mobilisieren kann. Und ich finde einerseits ist es spannend, wie in so einer Gruppe Demonstrantinnen und Demonstranten, wo dann so gross wird, sich dann irgendwann mal institutionell organisieren, weil so ein das mit ein paar WhatsApp-Chats und sagen, hey, jetzt gehen wir auf die Straße, jetzt gehen wir demonstrieren, das machst du vielleicht ein paar Mal, aber irgendwann braucht das auch eine Struktur, eine Organisation. Man muss dann auch gemeinsam irgendeine Lösungen finden können. Also ich finde einerseits das spannend zu beobachten. Und jetzt sieht man andererseits in der Politik, es tut sich etwas. Und jetzt ist es einfach wichtig, dass wir miteinander gegenseitig Verständnis schaffen können. Ich glaube, wichtig ist, dass die auf die Straße gehen, verstehen, wie die Politik funktioniert. Das soll aber keine Ausrede sein, dass die Politik zu langsam ist oder das Falsche macht. Aber wichtig ist, zu verstehen, wie so eine Forderung überhaupt gesetzt wird, oder? Und was man da dabei noch alles muss in Betracht ziehen. Und andererseits ist wichtig, dass wir Politikerinnen und Politiker verstehen, was euch antreibt und was euer Ziel ist oder eben auch nicht das Ziel ist und dass ihr vielleicht auch nicht hinter allem stehen könnt, was dann auf diesen Plakat steht, wo man zu diesen Demonstrationen mitgetragen wird, weil es ja irgendwo durch einen bunten Haufen an Leuten ist und da könnt ihr auch nicht für alles in die Verantwortung genommen werden, oder? Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass wir das gegenseitige Verständnis noch kann stärken. Was da unterdessen ein sehr breites Anliegen ist, ist wirklich eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber, welche Werte uns wichtig sind. Und genau die Diskussion darüber, ob materieller Wohlstand wichtiger ist als ein Erhalten von einer Lebensgrundlage zum Beispiel, dass das eine Diskussion ist, die, glaube ich, in den wenigsten Staaten bis jetzt gesamtgesellschaftlich kann diskutiert werden. Hast du als Jungfreisinnige da überhaupt das Interesse an solchen Diskussionen in der gesamten breiten Bevölkerung? Also einerseits die Grundsatzdebatte materieller Wohlstand versus
quasi die Lebensgrundlage erhalten, die kannst du eigentlich erst führen, wenn du materiellen Wohlstand hast. Ja, der Mensch will irgendwo durch auch ein zufriedenes Leben haben, für das braucht es vielleicht ein bisschen Wohlstand. Das Ziel muss sie beides zusammen können haben und nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und wie wir die Diskussion voranbringen, oder ich persönlich als Jungfräsinnig, ich meine, wir sind 8 Jahre fast jeden Tag am Podium oder ein Interview oder ich mache nichts anderes, als mich eigentlich mit Andersdenken auseinanderzusetzen. Und ich glaube, als Politiker ist das auch Grundlage, um gute Vorstöße machen, dass wir mit anderen zusammenreden. Wir haben zum Glück keine Partei, die eine Mehrheit hat. Und wir haben zum Glück auch keine Partei, die das Gefühl hat, man muss jetzt einfach Mehrheiten bilden und mit Blöcken irgendwie regieren, sondern wir haben immer ein System von Minderheiten. Ich denke, Politiker sind da eher diskussionsbereiter. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Leute auf die Reise mitnehmen kann. Wie du erwähnt hast, sind halt viel eher nur in ihren Blasen unterwegs und sie fühlen sich auch abgehängt von der Gesellschaft. Das ist nicht zwingend wegen Klimademonstrationen. Das ist auch bei der Massivwanderungsinitiative, haben wir die Diskussion auch schon gehabt von den Leuten, die sich abgehängt fühlen. Und da braucht es halt auch gute Formate, wie man die an Bord holen kann. Und da habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht die beste Antwort. Also in der SRF-Arena hast du gesagt, dass dir aber auch der Dialog wichtig ist. Und jetzt auch hast du wieder gesagt, dass der Dialog gerade mit Andersdenkenden extrem wichtig ist. Und andererseits hast du zum Beispiel die Klimacharta nicht ausgefüllt, wo die Grundlage ja sein sollte, genau für den Dialog, den wir anstreben, dass wir eben nicht nur Linke und Grüne haben, die ihre Lösungen präsentieren, sondern dass man wirklich auch kann sich mit dem Thema differenziert auseinandersetzen und quasi parteiunabhängig kann schauen, was schlagen verschiedene Menschen für Massnahmen vor. Aus welchem Grund hast du sie nicht ausgefüllt? Es gibt verschiedene Wege, wie man seine Positionen kundgeben als Politiker. Oder? Und Smartvote ist so ein bisschen das Gängigste. Und dann gibt es verschiedene Umfragen, die man sonst eingeladen wird zum Ausfüllen. Ich habe nicht alle ausgefüllt. Und wie die Klimacharta im Spezifischen habe ich lange überlegt. Ich habe auch viele Gespräche geführt. Ich habe einfach gefunden, eine Umfrage muss irgendwo durch einen neutralen Absender haben. Dass es für mich gewinnbringend ist. Und hinter der Klimacharta stehen ja eigentlich handfeste Forderungen und du musst dann dazu Stellung nehmen. Und so bist du quasi, gerade argumentativ, bist du in einer Ecke drin. Ja, es wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn ich die ausgefüllt hätte, aber ich habe wie gefunden, der Mehrwert ist jetzt beschränkt irgendwie und wahrscheinlich auch die tausende Leute, die das ausgefüllt haben. Und meine Meinung zu klimapolitischen Themen, die gebe ich auch auf meiner Website, gebe ich auf vielen Plattformen schon kund. Kann man sich auch dort eigentlich informieren. Ja, wir haben schon deutlich überzogen. Wir glaube, schauen, dass du noch kurz etwas zum Mittag bekommst. Ja, danke dir trotzdem sehr fest, dass du dir, also danke dir sehr fest, dass du dir Zeit genommen hast, da zusammenzusitzen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, das Verständnis aufzubringen. Und was ich je länger je mehr merke, ist, dass es, glaube ich, einen größeren Unterschied gibt zwischen den 50%, die gehen wählen und bereit sind, etwas an der Gesellschaft zu verändern, und der unterdessen immer noch Mehrheit der Menschen, die wir nicht bereit sind, sich politisch zu engagieren. Und ich glaube, das ist im Moment die grosse Hoffnung auch vom Klimastreik, zum dort zumindest sehr stark eine Politisierung von der gesamten Gesellschaft herbeizuführen und sagen, wir sind Teil, wir können mitbestimmen, wir haben das Glück, in einem Land zu leben, wo wir sehr viel mitbestimmen können. Und die Chancen müssen wir, glaube ich, nutzen, wenn wir eine Welt gestalten wollen, wie sie uns gut tun könnte. Absolut, dem kann ich mich nur anschliessen. Ja, danke dir auch von meiner Seite vielmals für das Gespräch. Ich schätze das sehr. Ich hoffe, dass wir noch mehr so Stimmen einfangen können, dass wir wirklich den Diskurs, den politischen Diskurs, der so wichtig ist, mit allen Menschen können teilen und führen, dass, glaube ich, der einzige Weg ist, wie man wirklich all die Krisen, die wir haben, in den Griff bekommen. Ja, das wäre es mit der heutigen Folge mit dem André Silberschmidt. Und ob er dann wirklich irgendwann die Charta noch ausfüllt oder nicht, könnt ihr natürlich auch nachschauen auf www.klimacharta.ch. Genauso wie Antworten von anderen über 600 Kandidierenden findet ihr auf dieser Webseite und könnt euch informieren. Am 20. Oktober sind die Wahlen. Nehmt euch die Zeit, informiert euch. Und wir wünschen euch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, wo auch immer ihr seid. Tschüss. Bis bald. Tschüss zusammen.